Beginne. Heute findet die Stadtführung in Wolfswacht statt. Ich bin hier mit dem Schiff angekommen und werde mir jetzt die Siedlung hier anschauen. Ja, ich war auf dem Schiff Sturmbrecher. Das ist ein sehr kleines Schild. Und hier werde ich auch schon erwartet. Seid willkommen. Herzlich willkommen. Nein, ich muss sagen, nicht herzlich willkommen. Ihr müsst sagen, herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen. Was war? Ja, hallo. Oh, ich werde mit Schwert empfangen. Grüß. Okay. Gut. Heute wollen wir die Wolfswacht anschauen. Der Formularantrag wurde ausgefüllt. Viele Angaben. Kurz was zu Wolfswacht. Wolfswacht ist eine Stadt der vielen Rassen. Die Stadtvorstellung findet ihr im Forum. Der Anführer von Wolfswacht ist Sturmpfeili und die Vertreter wären Lukaroth, Arishok, Senai, Barol, Xorlosh, Warrior Wolf, Lady Annie und Ignis. 3265 Ignis. War das alles richtig? Ja. So, dann zeig mir doch mal eure Stadt. Okay, also bist jetzt auf mir in unserem Hafen angekommen? Vor uns steht unser Hafenlager, das noch jetzt auch eingeräumt sein werden müsste, aber ja. Wir sind mit unserer Galeere Sturmbrecher angekommen, die ist jetzt eine unserer neueren Galeeren. Die anderen sind halt noch im Bau, in der Schiffswerft. Wir haben am Hafen noch eine kleinere Taverne, die von einem unserer Spieler bewirtschaftet wird. Die heißt zum Seeblick. Huch. Die heute wohl verschlossen ist. Also ich komme rüber. Oh, da hat jemand Hausverbot von euch. Der trinkt wohl zu viel. Oder randaliert er recht viel? Nein, der randaliert sehr gerne und ärgert. Und wenn er etwas betrunkener ist, ja. Okay, da kann man anscheinend... Ach doch, jetzt kann man rein. So kann man natürlich die Stadtherrin auch wegsperren. Habt ihr recht. Okay, hier sehe ich schon den ersten Resource-Pack-Fehler, wenn ich das so sagen will. Ihr habt hier wahrscheinlich Fässer, Weinfässer, richtig? Genau, Wein. Und da ist ein Haken angebracht. Bei mir hängen hier Kleidungsstücke dran. Es ist aber nicht so wild. Schürzen der Kellner, die müssen trocknen. Genau. Ja, und bei dem Resource-Pack, was ich jetzt habe, könnt ihr natürlich hier auf den Tresen, ich glaube, eine blaue Flasche ist das oder so, könnt ihr dann natürlich Bierflaschen hinstellen oder auch auf den Tischen, aber da habt ihr Wolle, ne? Ja, da habt ihr Wolle, da geht's nicht. Genau. Hier kommen wir hoch zu den Zimmern. Die haben alle so, haben alle spezifische Namen. Hartes Holz. Duftender Fisch, jawohl, den zeig's mir mal bitte. Welcher Fisch? Zimmer, dunkle Tinte, ruhiges Wasser, stürmische See. Das hat halt sehr viel mit dem Meer zu tun, da halt die Taverne hier am Meer liegt. Okay, das macht Sinn. Hier hoch geht's zum Zimmer des Wirtes, aber das ist ja sein Privatbereich. Deswegen würde ich sagen, dass wir das einfach mal überspringen. Jawohl, dann... Würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Wenn ich rauskomme, okay. Und ich überlege, warte mal, ich möchte mal schnell gehen, ausprobieren, wie schnell ich da bin. Damit das dann weniger rückelt. Nee, das machen wir nicht. Okay, Entschuldigung. So, wir gehen jetzt durch unser geplantes Handwerkerviertel. Das ist halt leider noch im Aufbau. Aber man kann halt sehen, wir haben schon Pläne. Das ist halt auch das Lagerhaus, was von hinten wir haben. Ja, es dauert ja ein bisschen, bis das Schiff entleert wurde. Genau, hier so. Aber hier könnt ihr noch so halbe Stufen hinmachen, da wäre es vom Laufen her einfacher. Ja, so bin ich jetzt noch nicht. Da müsste man nicht immer so springen. Genau, das wird auch noch alles gemacht. Hier sehen wir gerade zwei unserer Bürger, die gerade die Weberei aufbauen. Jawohl. Wie gesagt, wir schreiben halt bei uns sehr viel Zusammenarbeit in unserer Stadt groß. Na, Nero, wink mal. Hier, du bist im Fernsehen. Ich glaube, die wissen das noch nicht. Das sehen sie dann spätestens schon. Pferdestall für Reisende, ja, das macht Sinn. Genau. Hier soll später noch ein relativ großes Grundstück hinkommen, damit können halt die Reisenden ihr Pferd dort unterstellen, weil die Pferde sind ja auch sehr sensible Tiere, sagen wir mal so. Und hier kommen wir durchs Osttor rein. Wir haben für die Tore noch keine richtigen Namen gefunden.
Ja, macht ja Sinn, Ostor. Ja, genau. Und ja. Hier, wie gesagt, hier sind sehr viele Wohnhäuser, die die Spieler von uns immer selber gebaut haben. Warte, lass mich schnell mal kurz lesen. Ostor Gasse an der Ostmauer. Okay. Ganz schön dunkel. Das ist nämlich dunkles Holz bei mir im Das ist Pack und Eichenholz, müsste das schwarze sein. Schrift. Nee. Also das Fichtenholz, glaube ich. Oder Ach, Fichtenholz. Schwarzeichenholz. Nee, das macht aber nichts. Es ist ja, wie schon gesagt, ich schaue mir das mit meinem Resource Pack an. Interessiert mich einfach. So wie hier zum Beispiel, das ist ganz eine Laterne. Ja, bei mir ist es eben so ein kleines Lagerfeuer. Das ist halt, ja, In weil dieser das noch kleinen nicht, noch, Schale, ne? ja, das ist noch nicht richtig gefixt worden. Aber wie schon gesagt, mich interessieren eigentlich so die Struktur. Wie sind die Straßen? Macht es Sinn? Ich habe zum Beispiel hier auch so einen kleinen Kanal schon. Das heißt, es wird nicht zu riechen in der Stadt, weil hier Zum etwas abläuft. Kanal haben wir noch einige andere, haben wir noch etwas anderes, was wir euch dann zeigen können, aber das kommt erst danach, weil das ist relativ groß und weit gestreckt. Wie gesagt, das meiste von hier sind halt Wohnhäuser. Hier ist auch wieder einer unserer Bürger. Einige Wohnhäuser sind durch morsches Holz etwas zerstört worden. Diese bauen jetzt halt wieder neu auf oder wurden halt von Spielern verlassen. Zum einen haben wir jetzt hier unsere zweite Taverne, das ist auch die erste Warte mal Taverne. ganz kurz, ihr habt eine Post hier. Funktioniert die? Nee, das heißt Post, das heißt Briefkasten. Das ist der Ach so, Briefkasten das ist fürs Amt. gar kein Postamt selber Nee, nee, direkt. nee, Ach sorry. so, Nee. okay. Ja, wir haben hier noch unsere zweite Taverne. Ist natürlich auch schön hier, ne? Mit dem kleinen Ablauf. Genau. Okay. Da ist jemand krank. Entschuldigung. So, die Münzgasse. Genau. Hier haben wir eine zweite Taverne. So, die erste. Hier sind halt sehr viele in der Taverne sehr viele Sitzmöglichkeiten. Ja, und hier wieder eure Weinfässer mit meiner Garderobe Ja, und genau. den Dietrichen. Ja. Für Hier die sind auch wieder. Hängeschränke oben, weil sie da. Achso, das ist kein Hängeschrank. Das ist hier nur. Nein, das war eine Truhe, die. Wir hatten damals das Level runtergesetzt von dem Boden her. Okay, hier Und ist ein hier sind Aufzimmer. einige neue. Ja, genau. Wir wollen halt, dass die Gäste. Also, wir können auch einen Blick reinwerfen. Hier haben wir zum Beispiel hier so ein Einzelzimmer. Eins von den beiden war ein Doppelzimmer. Ja, hier haben wir zum Beispiel auch wieder ein Doppelzimmer. Also. Ja, so wegen der Ecke noch so ein Regal mit Pflänzchen. Genau. Wie Ja, gesagt. bestimmte Kleinigkeiten vom Aussehen her, von der Feinheiten. Nein, wie schon gesagt, Nee, das wollen wir eh noch machen. Ich habe jetzt noch ein Video bei wir YouTube haben auch gefunden, eine das eine kleine coole Terrasse Idee ist. hierfür. Es werden noch später hier so gesehen um einen, den Weingarten einige Ranken angebracht. Das Das ist doch ist einfach. schon mal schön hier. Ja, leider müssen wir noch eine Reihe Zaun draufsetzen, falls mal einige Leute gibt, die ihre Rechnung nicht bezahlen wollen, dass sie mir nicht darüber fischen können. Goldener Hopfen. Genau. Passt auch gut zur Überleitung. Hier ist die Bank. Unsere goldene Hoffnung. Hier haben wir einen sehr besonderen Mitarbeiter. Das ist unser Bankmensch. Wie kommt Ist der da der rein? Beste. Ah, Man kann im ja mal. Boot sitzt der? Ja, genau. Wie gesagt, ist unser bester Mitarbeiter. Der schreit alle Kunden an. Ja, der hat ein ganz freundliches Aussehen. Ihr werdet Genau, später das Video anschauen werdet. deswegen haben wir auch so viel Geld, weil niemand Geld abheben will, weil er jeden anschreit. Ja, die ist schon wieder hier. Der mault mich gerade an. Einer unserer besten Mitarbeiter. Leider gab es mal mehr von seiner Rasse. Leider sind sie auf ominöse Art und Weise gestorben. Was mir Leider. gut gefällt, sind hier die Schilder. Hier steht Hausnummer 1. Ihr habt doch die Straße, hat doch eine Bezeichnung, oder? Ja, die steht hier Genau, vorne. die steht hier vorne. Meinst du, es wäre nicht Ja. sinnvoller, wenn ihr statt Münzgasse 1, aber da gibt es nur ein Haus, oder? Ja, Ja. deswegen ist es nicht ganz Das ist auf Es jeden Fall gibt sehr halt. gut, weil mit den Schildern könnt ihr euch quasi auch euren eigenen Stadtplan erstellen. Genau, das haben wir ja auch teilweise Das ist schon vor. mal gut. Genau. Hier sieht man das große, grandiose Anwesen von Barol und Arishak. Das hier oben? Das hier, ja, genau. Mit der Steilwand. Ja, genau. Sie haben bei mir eher so gesehen, ich habe. Sie haben teilweise ein größeres Haus als ich. Ich muss das mal sehen. Also, das sind dann die Leute, die hier Geld verdienen. Ja. Villa Ja. Gallifrey. Ja, genau. Freilaufende Ja, da muss man dazu sagen, das Bio-Kühe. ist ein bisschen eine Hommage an die alte Welt. Genau. Wir hatten dort eine Faction, die hieß Gallifrey. Ah ja, okay.
Hey, eine Glocke, überhaupt nie eine Glocke her, die kann ich doch gar nicht herstellen. Nee, auf der Abbauwelt, wo die resettet worden ist, da gab's ein Wüstendorf und da habe ich die zufälligerweise ist mit in den Schoß gefallen. Da hast du Genau, aber Glück gehabt hier. Darf ich und da mal ganz rein? früher. Sicher? Vergessen. Ja, Nela, wie geht's dir denn? Ihr glaubt nicht, was ich heute für einen Papagei entdeckt habe. Ein Drachenpapagei, der hat ein Ja, Drachengesicht. roter, das ist ein roter Drache, Papagei. Ja, richtig gut. Okay, hier sind einige. Eine Katze habt ihr auch. Auf dem Buch. Hoffentlich kackt die da nicht rein. Ja, das ist der erste Ritter Parsifals. Rechts. In goldener Rüstung. Genau. Was ist denn das dann? So eine Art Museum hier? Nee. Nee, das ist unser Eingangsbereich. Das ist Haus von denen. Hier zum Beispiel haben wir jetzt das, was ihr schon mal angesprochen habt. Ihr stellt hier das Essen für die armen Leute auf den Boden. Und da Okay. oben nochmal drüber. Da habe ich einen Webstuhl. Da ist ein wenig dunkel in der Ecke. Ist das dunkel? Ja, also hier bei mir ist hier ganz, ganz dunkel da. Endlich eine hellende Idee. Und hier liegt auch wieder Geld. Ah, hier Ja, wird. wir zeigen gerne, was wir haben. Okay, das ist jetzt Banner von Barol, oder? Nein, das ist mein Banner vom Gallifrey, mein Alter. Ach, jawohl. Genau. Also, Wir meine bewegen. Alte, ich bin ja auch hergesegelt und ich komme eben aus Gallifrey und das ist so eine Art Erinnerung. Okay, ihr habt jetzt dann quasi Zäune genommen und Wolle drauf. Kann man auch machen als Tisch, ja. Da geht's in den Keller. Es gibt ja auch die Möglichkeit, mit Kolben Tische zu machen. Wo Das habt ihr denn den kann Kopf her? Kann man den irgendwo kaufen? man. Ja, und zwar Player Points mit Heat BB oder was ähnliches. Da, Ah. wenn man das eingibt, warte mal, ich sag das gleich. Okay, nee, das kriege ich dann schon raus. Ja. Also, hier habt ihr einen schönen Kuchen. Das ist hier bei mir auf so einer Etagere. Lauter kleine Muffins. Ach cool. Sieht so echt toll aus. Bei mir ist es ein Smarty-Kuchen. Darf ich da hoch? Sicher? Ich weiß ja nicht, ob ihr hier irgendwelche Ja. verbotenen Bereiche habt oder so. Das Bloß, ist so mein Lieblingsbild, das hier. das ist ein Bitte? Wasserfall. Nee, 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 nee. Das ist ein schönes Bild. Hier ist unser kleines Okay, das Kamin, sind einige Items. also. Musikinstrumente. Totenköpfe und irgendein Kopf. Mensch, Spinne, soll das doch aufrollen. Ja, hab ich doch. Das hier drüben ist unser kleines Kaminzimmer, das ist aber noch nicht ganz fertig. Hier drüben, wo bist du hier drüben? Immer da. Okay. Aber das ist noch nicht ganz fertig. Da fehlt mir noch ein bisschen die Idee. Ja, wegen der Teppich oder so fehlt im Ja, Kaminzimmer, ne? so hier wohne ich drin. Musste. Warte, geh mal. Nein, bleib stehen. Bleib mal vor der Türe stehen. So, Okay. jetzt. Ja, das ist. Oho, aha, böses Omen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal böses Omen. Steht hier. Ja. Drei Wuffis. Hier. Doppelbettchen. Ah, jetzt hast du ein Buch hin. Ja, das fehlt da, das muss ich noch hinlegen. Die Insel. Oh, das sind ja 40 Seiten, die kann ich jetzt nicht lesen. Ja, brauchst du? Ne, das fiel mir bloß gerade ein, das hatte ich vorhin weggenommen. Okay, Hast du du. hast Mäuse hier oben. Deine Hunde sorgen nicht dafür, dass die Mäuse weggehen. Aber das ist eigentlich schön. Auch hier ist ein bisschen dunkel hier in der Ecke. Das ist ein Schlafzimmer. Ja, das ist ja kein. Habt ihr einen Aufzug da oder was ist das? Nee, da ist Käfig. mein Papagei drin. Okay. Bleib stehen. Bleib stehen. Nein, davor stehen bleiben. Und somit wurde er eingesperrt. Und Gut. hier geht's zum Turm hoch. Da ist unter anderem ein kleiner Zaubertisch, beziehungsweise ein Lothar sein Zimmer, wo, also Barold, wo er wohnt. Euer Separé da hinten, das ist bei mir jetzt ein blauer Vorhang komplett an der Wand. Cool. Das ist jetzt zum Beispiel diese Akazienholztür, wo ihr gesagt habt, von vorne sieht die richtig nice aus und von der anderen Seite sieht man dann eben diesen halben Bogen, ne? Genau deswegen habe ich die Tür nämlich auch reingesetzt. Hier hinten ist ein Lothar sein Zimmer. Hinter der Treppe. Also Barol. Ja, auch hier ganz schön finster da in der Ecke. Habt ihr da keine Monster hier? Nö. Wir sind dann in der Faction, das wohnt ihr ja nicht. Ach so, okay.
dann, weil das habe ich nicht gewusst. Also man muss dazu sagen, als Ausrede, wir haben unser Minecraft hell. So, also ja, ja, ich habe es auch hell. Komplett. Die Gamma hoch und deswegen brauchen wir nicht so viel Licht bei uns. Richtig. Na du, Trick. Da ist garantiert Tick, Trick hier und Track. Nee, Tim. Und wo ist der andere? Und hier ist der Tim. Luigi und Tim. Oh weh, da hat jemand gehupt im Mittelalter. Das ist ja ganz neu. ist oben was? Das ist der Turm, da könnte man hochgehen. Da hat man einen sehr schönen Ausblick über die Stadt. Dann mache ich das. Wenn man alles vorher geladen hat. Ach, nö, gut, schau mal, ich bin vom Schiff gekommen, ich weiß nicht wie weit. Da schaut mir jetzt im Video immer, wenn ich hier so hoch drehe, total bescheuert aus. Jetzt, wie weit geht's denn da noch? Ach, hier. Da schaue ich auf jeden Fall mal runter. Ah, das haben wir gerade Nacht. Okay, auf jeden Fall abgesichert hier alles. Die Mauern sind hoch genug, dass auch keiner eindringen könnte. Riesenmarktplatz. Da können wir dann noch drüber. Theoretisch sehe ich von hier sogar das Schiff. Ja, ich sehe es auch hier, das Schiff. Was ist denn das hier da vorne? Wo? Scheint eine Bäckerei zu sein, das mit dem großen Rauchschlot. Nee, da wohnt jemand. Ach, da wohnt jemand. Ja. Der Alchemist. Ist gar nicht so schlecht hier von oben. Habt ihr eine Parkanlage? Das soll wahrscheinlich noch ein Haus hin, so wie es ausschaut. Moment. Ja, da kommt das Gericht hin. Da, wo die Gerüste sind, ne? Meinst ja, du da, oder? Genau, genau. Wir kennzeichnen meist halt unsere Bauvorhaben mit den Gerüsten. Damit man halt ungefähr, falls jemand anderes mal sagt, ja, ich will ein Haus bauen, dass dann nicht gesagt wird danach, ja, da war eigentlich das Gericht geplant, deswegen bauen wir so ungezogene Umrisse. Halt so circa nach. Genau, das habe ich gesehen und die Idee ist sogar sehr gut, weil erstens mal ist dann der Platz schon reserviert. Man weiß, wo was hinkommt. Wo bin ich denn rein? Bin ich hier die Treppe hochgekommen? Ja, ne? Ja. Dankeschön. Nein. Ja. Ja, das ist ja etwas eigenwillig gelöst mit den Druckplatten. Die haben etwas verändert. Und jetzt öffnen die Druckplatten aber leider Gottes nicht mehr die Türen, auch wenn sie gesichert sind. Das heißt, man muss manuell alles öffnen. Dann geht es hier drüben die Treppe. Richtig, runter. Wenn die Tür gesichert ist, das habe ich auch festgestellt, dann kann man keine Platte verwenden. Na, da können wir mal schnell noch hier rechts runtergehen. Da ist so ein Entspannungsbereich für die Gäste, spezielle Gäste. Aha, deswegen steht Barol hier. Okay. Der bietet die Massagen an. Genau. Ja, jawohl. Links ist die Sauna. Ihr wisst schon, dass die Göttin Meridia, die, wenn das sieht, dass sie hier Fische einsperrt, da ist er euch böse. Ja, das ist doch wenigstens noch artgerecht gehalten. Es gibt manche, die haben ein kleineres Aquarium als einen kleinen Fisch. Okay. Ich suche gerade die Stange. Die ist woanders. Ich bin da mal weg. Okay. Entschuldigt. Ich entschuldige. Muss mir noch mal kurz stumm stellen, noch mal husten hier. Diese Meerjungfrau haben wir auch, die ist gerade raus. So. Ich bin nicht Ariel, nur weil ich rote Haare habe. Jawohl, auf jeden Fall ist doch hier. Ja, das haben wir eigentlich bei uns immer in den Häusern etwas, so dass wir etwas bequem, Ruheplatz und so ein Zeug. Vielleicht könnte man ja dann zum Vergleich nur mein Haus zeigen. Aber hier läuft Lava runter, oder? Freilich. Ja. Ja. Achso, das soll wohl Wärme darstellen. Oder Beleuchtung oder so. Halt hier was. Schön. Hier drüben ist eine kleine Sauna. Im Mittelalter. Ja, sicher. Ja, wir haben ein paar. Bei den Römern bereits. Genau, dadurch, dass es hier Preußen gibt und auch andere Reiche, haben wir uns gedacht, da können wir auch eine kleine Sauna hier bauen. Das gab es schon im Mittelalter. Ja. Die römischen. Ja. Ja, auf jeden Fall habt ihr unten einiges gebaut. Ja. Danke. Bitte sehr. Der Ausgang ist dann hier drin, vorne, wo die Lampen sind. Hier vorne, wo die Lampen sind. Einmal hier. Okay. Ja, okay. Ausgang steht ja auch da. Okay.
Also man sieht schon hier, die Bewohner hier haben Geld. Die zumindest. Die meisten. Also man könnte jetzt noch zwei kleine andere Räume zum Vergleich zeigen. Einmal könnte man jetzt so, wir mein haben Haus. Auch, Entschuldigung. Also hier zum Beispiel. Wir haben auch noch einen kleinen Garten hier hinten. Hier zum Beispiel, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, solltet ihr mal Knochenmehl einfach ausstreuen, weil das ist hier wirkt alles so flach, wenn man das drüber läuft. Und mit dem Knochenmehl, wenn ihr das macht, dann habt ihr so eine schöne, wehende Textur und Gras habt ihr dann da. Würde etwas natürlicher wirken. Dein Wunsch ist uns befehlt. Nein, wie schon gesagt, ich spreche das halt an, ne, was halt mir so. Das ging halt leider bis jetzt eben noch nicht. Dass man Knochen mehr auf dem Boden anwenden konnte, sonst hätten wir das gemacht. Ja, das ist leider. Und jetzt, glaube ich, sind ja die Monster auch weniger geworden. Genau. Da hinten ist dann nichts mehr, ne? Es ist nur rein Park. Da hinten ist jetzt noch ein. Also hier kommt noch ein Stall hin auf die rechte Seite. Und hier hinten ist dann noch so ein kleiner Aufenthaltsbereich. Mit einem kleinen Sprintbrunnen und da müssen aber noch Bänke hin, aber da habe ich noch keine Idee. Das ist eine TARDIS. Eine neuartige Erfindung von Ari. Genau, die ist von innen größer als von außen. Ja. Also, bei dir müssten ja jetzt hier auch Kronleuchter hängen, ne? Richtig, richtig. Das ist das Einzige, was mich wegen stört. Ich meine, man könnte zum Beispiel Endstäbe nutzen. Die Endstäbe hätten hier auch Laternenfunktion, aber die gibt es hier ja, glaube ich, nicht leider auf FTS Kraft. Die gibt es hier leider nicht. Das verstehe ich eigentlich nicht, dass man die auch nicht tauschen kann, weil die haben ja keine größere Funktion jetzt, dass ich mir irgendwie was erschieben könnte oder so, ne? Seid ihr da draußen? Ja. Ja. Wenn ihr wollt, könnte ich euch noch auf mein Reich mal zeigen. Ja, und unseren Unterwasserbereich. Also ich möchte auf jeden Fall mal auf dem Marktplatz, möchte ich mal umschauen, ob ihr so auch was anbietet. Natürlich, also an dann also schon alleine auch, wenn jetzt hier. Das ist wahrscheinlich noch im Bau, oder? Weil es alles dunkel ist. Der Spieler ist zurzeit auf Reisen. Und da hinten ist dann das Nordtor, richtig? Ja, genau, da können wir auch kurz rausgehen. Das ist schneller als bis zum Markt. Das Nordtor hat bei uns auch den Beinamen Wächtertor. Weil genau, das schau. Der größten und ihr habt jetzt da hingeschrieben, Königsallee 2. Genauso gehört sich's. Und sogar wer da wohnt. Das finde ich gut. Genau. Erstmal finden sich neue Leute hier gleich zurecht. Wir kommen jetzt halt in den Nordbereich, wo man halt, wo halt halt noch sehr viel gebaut wird. Wir haben jetzt vor kurzem eine Kirche hergestellt, da wir eine Stadt sind, die halt sehr, die halt keiner festen Religion entspricht, haben wir versucht, die Kirche halt so neutral wie möglich zu machen. Hexenverbrennung. Das Feuer kann man ausmachen? Ja, mit Wasser. Oh, das ist ja noch perfekt, Mensch. Da kannst du ja anzünden. Kann man das dann anzünden wieder mit Feuerzeug? Ja. Das ist ja nice. Genau, also wie gesagt, Wolfsburg ist halt eine sehr religionsneutrale Stadt, also wir akzeptieren alle Religionen und ja. Ab und zu wird aber eine Hexe verbrannt. Ja, da bin ich immer dafür. Hexen darf man immer für verbrennen. Alle Rothaarigen werden hier verbrannt. Ich verbrenne sie alle mit einer Augenklappe. Ja, und hier ist so, ja, das soll, ist eigentlich, sieht zwar aus jetzt wie eine kleine Kirche, ist aber, ja, neutral, sagen wir mal so. Also, wir haben hier hinten auch einen kleinen Altar. Was ist das hier für ein Block, der ist so dunkel? Das ist Andesit. Andesit? Ja. Ja, aber unbearbeiteter, glaube ich, ne? Ja, unbearbeitet, unpoliert. Ah. So, und das, wie gesagt, da kann man hier, egal welche Religion man vertritt, könnte man hier drin, Gottesdienst abhalten. Genau, hier ist ein kleiner Altar noch. Wir werden eventuell auch noch einen zweiten, sagen wir mal, eine Tempelanlage machen. Riesen sind die Skifahrer, jawohl. Also ich befürchte allerdings, dass durch die kleine Tür da vorne wahrscheinlich kein Org in eure Kirche kommt. Der soll ja irgendwie rein. Deswegen werden wir noch einen Tempel bauen. Du hast schon den Ort getroffen, du weißt doch, wie streng der riecht. ja. Die kommen dann durch den Seiteneingang, ne? Ja. Letzte macht es dort zu. Butter macht dort zu. Dann kann man jetzt zum Marktplatz gehen. Wisst ihr schon, dass wir schon 25 Minuten aufnehmen? Ach du viel Spaß beim Schneiden. Nee, ich mache die jetzt auf 30, werde ich mal eine Pause machen und dann mache ich die zweite, weil dann ist es extrem einfacher hochzuladen. Musstet ihr euer Haus zeigen? Ja, ich wusste ja nicht, dass er rein möchte. Ja, hier ist der Marktplatz, wie gesagt. Und das hier? So. Das ist ein Wohnhaus. Genau. Ein Wohnhaus. Ja. Noch nicht eingerichtet. Das habe ich erst fertiggestellt.
Und hier ist mir das zum Beispiel das Problem mit der Türe aufgefallen, als ich da einen Texturpack hatte. Die Türe stand weiter vorne. Und als ich rein bin, war die natürlich der Bogen weg. Und jetzt ist der Bogen drin, wenn du mal hier drinnen guckst. Ja, ich sehe das. Das ist ja eigentlich auch für so Doppeltüren gedacht. Ne? Da wär's gut. Aber wie gesagt, das kommt immer auf das Texturpack drauf an. Ja, eben. Genau. Hier sind wir auf dem Marktplatz. Das ist halt hauptzentral. Eines der ersten Plätze, die wir gebaut hatten. Hier verkauft die Händlergilde ihre Waren. In diesem Marktplatz, auf diesem Marktstand? Auf diesem Marktstand. Und hier ist zum Beispiel die Truhe mit kostenlosen Sachen. Genau, das verkauft unser lieber Werk ganz viele Bücher, die man sich auch kostenlos mitnehmen kann. Natürlich ist eine kleine Spende immer gern gesehen. Ich könnte mir da mal ein Buch rausnehmen, ich habe keine Slots frei. Achso, das ist hier Spende, Stadtkasse. Ja, genau. Funktionieren die Trichter wohl? Ja. Bei dir ist das ein Fass, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Warte mal, ich mach mal leer, was ich nicht brauche. Ich habe zwei Boote hier, da kriegst du noch ein Boot. Ich habe keine Wertsachen einstecken, überhaupt nichts. Ich habe Fichtenholztore, Leitern, Weizensamen, Sand habe ich noch, wo ich nicht brauche. So, schau. Jetzt wirft er seinen Müll hier rein. Ja, ich habe keinen Rucksack, gar nichts dabei. Hier ist eine Enderkiste, falls du Platz brauchst. Da könnte ich euch was reinschmeißen. Schau, ich schmeiße euch mal zwei Diamanten rein. Ja? Also, falls du keinen Rucksack hast, hier ist nochmal einer. So, habe ich zwei Diamanten reingeschmissen. Und habt ihr Bücher? Wo kommt ihr an das Zuckerrohr? Es ist extrem hart, Zuckerrohr zu bekommen. Wo ist denn der Zuckerrohr? Ich meine eher, glaube ich, für die... warte mal, ihr habt ja da an der Seite, sehe ich, ihr habt der Wüste. Ja, da habt ihr natürlich die Möglichkeit. Ja, aber wir kriegen die besten Bücher des Angeln. Oder unser lieber Lothar. Ach, das wäre natürlich eine Alternative, da habe ich gar nicht dran gedacht. Es gab mal so einen Wettbewerb und da musste man dann ziemlich lange angeln und da hat man natürlich auch viel Krimskram rausgezogen. Ich habe dann 4 Doppelkisten voll Fisch abgeliefert. Sauber. Hey, darf ich mir da das Glückbuch rausnehmen? Ja, natürlich. Gegen eine kleine Spende. Habe ich schon reingeworfen. Hat keiner gesehen. Warte mal, ich spule zurück. Was bei dir noch fehlt, komm mal zu mir. Warte mal schnell, ich schau mal, was es hier noch so gibt. Was ist ein Sog? Was macht ein Sog? Sog ist, glaube ich, für den Dreizack, wenn ich mich nicht irre. Wir schmeißen dir mal, es gibt ja so einen bekannten Spruch, Tod durch Amboss. Okay. Funktioniert Glück 3 hier? Noch in deinem Keller Glück 3 funktioniert hier, ja. Okay, dann mache ich mir die 2. Achso, da brauche ich einen Amboss. Gibt es irgendwo in Lohengrin einen Amboss? Ja, ne? Dürfte ich bitte auf deine rechte Hand oder zuweisen, was du in deiner rechten Hand hältst? Einen schweren Amboss. Ach so, hä? Was hast du mir jetzt da reingeworfen? Also, wieso ist denn der blau? Der ist schwarz. Der ist schwarz? Ne, bei mir ist er blau. Der Amboss, der Rucksack. Den habe ich dir einmal reingeschmissen. Was ist denn Treue? Kenne ich auch nicht. Treue, das ist für einen Dreizack. Da kommt der Dreizack dir immer zurück wie ein Bumerang. Musst du jetzt bei mir aufpassen, dass du dich die Augen auspiekst, aber ja. Okay, also das Glück ist schon mal gut, weil da könnte ich mir vielleicht ein paar Erze hier mehr holen. Ja, du hast wie gesagt eine Enderkiste hier, du kannst die Bücher der Weile da reinhauen. Und Haltbarkeit 3 nehme ich mal mit. Dann brauchst du es nicht mitschleppen. Was ist denn das für ein Rucksack? Wieso ist denn der blau? Den hat färben, du darfst sie bloß nicht umbenennen. Ja, es nützt mir nichts, weil ich habe... Ach so, vorher färben. Ja, ich bringe da nicht auf, ich habe keinen Schlüssel. Warte mal, habe ich in der Enderchest? Nee, habe ich nicht. Nee, warte, dann hier. Wir müssen irgendwann übrig haben. Ach, die funktionieren überall, die Schlüssel? Ja, die funktionieren überall. Ach so, nö, muss man wissen. Einfach fragen. Nee, ich habe zwei Rucksäcke und 2 Schlüssel gemacht. Naja. Und die Rucksäcke kannst du in deinen Enderrucksack machen. Warte mal, dann muss ich wieder ausziehen hier. Du hast ja theoretisch... Hier, nimm mal den Schlüssel. Wer hat mir jetzt den Schlüssel gegeben? Kann ich den Rucksack behalten? Ja, gerne. Dankeschön. Und der ist blau? Wir noch in unserer gemeinsamen Truhe ja auch noch zwei Rucksäcke drin haben. Wir müssen auch im Lager welche drin haben. Und das bekommt man alles durchs Angeln, diese Bücher mit diesen 3 Verzauberungen. Ja, aber mehr als 3 Verzauberungen. Wobei man sagen muss, wollte ich gerade sagen, hier gibt es eine Einschränkung. Hier ist eingestellt worden, dass der 4. Zauber verschwindet. Ach so, ja, gut. Das Sachen, die man macht, ich glaube sogar aus dem Zauberbuch, oder? Ja. Halt. Ne, ich lasse jetzt mal die anderen Bücher da. Ich will jetzt hier gar nicht so viel mitnehmen. Das Gebäude, was du jetzt hinter uns siehst, ist das Rathaus. Ich würde auch gerne mal hineingehen. Und kein Rathausbalkon?
Doch, haben wir, aber den sieht man gerade nicht. Schwarzes Brett. Hier soll später noch eine Art. Hier soll ein später Wahlkabinett hinein. Und bis vor kurzem ja. Hier ist schon wieder Papagei gespawnt. Die spawnen doch nicht, oder? Seit kurzem spawnen hier immer wieder Papageien. Das ist ja verwundert. Ja. So. Dann gehen wir hier hoch. Hier geht's nämlich zum Rathaus. Hier hoch. Warte mal schnell. Hier ist eine Baustelle. Genau. Das wird seit umgebaut. Ach, wartet mal kurz. Ich hab 30 Minuten. Ich mache mal ganz kurz einen Schnitt, ja? Natürlich.